Und es ist jetzt gegen um 7 Uhr oder 7:30 Uhr. Und ja. Der kleine Mann. Der war um 7 Uhr auf. Oder um 6. Je nachdem, wie dunkel oder hell es draußen ist. Aber spielt er noch ganz lustig im Bett rum? Er ist jetzt 7 Monate alt. Hey, morgen. Aber mit einem so einem blöden Husten. Ja, die Krone passt dann auf den Kleinen auf, während ich die mittlere stelle. Wie alt bist du? 5. Wie alt ist deine Schwester? 3. Ja. Und ich? 30. Oh, das verraten wir noch nicht. Okay. Der Papa ist schon aufgestanden. Der ist entweder im Bad oder schon am Computer. So, wir können jetzt auch aufstehen, ja? Hey. Ich muss doch noch meinen eigenen. Unser einer Kater, der hatte mal den Drang aus Badewanne oder Waschbecken oder aus Blumenwasser zu trinken. Die Kloschüssel ist immer zu, also man kommt auf den Glück nicht ran. Ja, ist komisch. Und jetzt muss ich mir meinen Rocken mähen. Zum Haarwaschen. Ich auch keine Kuchen. Ich krieg gar nicht aus. Du musst eigentlich meinen Löffel nehmen. Wer hat meinen Löffel? Ich hab doch noch ganz viele Löffel abgegeben. Oh Mist, ich hab gestiegen. Dankeschön. Das wird doch wohl gewesen sein. Jetzt ist es schon viel später. 8.45 Uhr. Da haben wir es alle angezogen. Alle angezogen. Wir können auch frühstücken. An der Seite kann man nicht durchschauen bei der Kamera nicht. Ein Wurm siehst du? Das ist ein Wurm. Ein Wurm? Ja. Ich guck mal das dann genau an. Ja? Das ist ein Mist. Einmal hat gekotzt. Ich mach's weg. Aber vor der Kanne, ey. Papa Igel kommt nach Haus. Brief aus Wiesen, ruft er aus. Und er schwenkt ein weißes Blatt. Ratet, wer geschrieben hat. Mama Igel hat zu tun. Diese Wäsche, sagt sie. Nun, lasst mich raten, Onkel Fritz. Oder ist das bloß ein Witz? Wer will umblättern? Wer will umblättern? Soll ich? Tante Gerda hat geschrieben. Hallo, grüßt euch, meine Lieben. Kommt zu mir zur Ferienzeit. Mein Häuschen ist für euch bereit. Meine... Ach ja. So viel Arbeit vor der Reise. Jeder hilft auf seine Weise. Baby Igel mit Geschrei holt den großen Schirm herbei. Warum die Erzieherinnen im Kindergarten trollen? Ja. Damit es alle lauten Kinder hören. Stimmt. Ja. Damit es auch alle lauten Kinder hören. Und die sind reingeholt. Bin weg. Das heißt, alle. Na, die Kinder spielen sehr laut. Es sind eben auch viele Kinder, da wird es so laut. Möchte jemand mit Radieschen, Rapunzel pflücken? Rapunzel. Ich will Rapunzel pflücken. Soll ich auch? Rapunzel ist so groß wie ein Salat, Mama.
Nur in dem Märchenbuch, aber Rapunzel ist eigentlich so klein. Manche sagen auch Feldsalat. Feldsalat kann man auch sagen. Ich dachte, die Blätter sind von Rapunzel so groß. Weil das im Buch so aussieht, ne? Aber Rapunzel ist so klein. Vielleicht konnten die das in dem Buch nicht so gut zeichnen. Da braucht das Nadeleisen für die Nägel. Ist schon ganz, ganz schön groß. Schmeckt dir gut? Es ist gerade Mittag und wir haben ein wunderschönes Gewitter hier. Wunderschön beobachten können wir das. Soll ich zumachen? Es wird kalt, hm? Ja! Das ist übrigens unser Eisenspender. Dieser Eisenkopf. Machst du auch Brokkoli und Reis? Oder Blumenkohl und Reis? Das wird unser nächstes Auto, hä? Was? Das wird unser nächstes Auto, oder? Ja. Oder hier das, ja. Das wird unser nächstes Auto. Wartburg. Nee. Wer sowas in der DDR hatte, der war ganz reich. Oder bei der Stasi. So, meine Familie ist vertan. Ich muss den kleinen Mann stellen, es ist jetzt 5 nachmittags und... Hey, ich muss dich sofort fixen, wenn du mal reinguckst. Unser Katzen hat sich vom Gewitter wieder erholt, die Chinonen jetzt wieder und sich hier einen Platz gesucht. Ist interessant, dass der Kater hier so ganz lieb sich immer vom Baby kauen lässt. Nein, du rauchst keine Haare. Ja. Ja, unsere Mädels helfen übrigens mit, weil sie das möchten und nicht, weil sie das müssen. Ja, manchmal erleben wir das so, dass es bei dem Unerzogen so kritisiert wird, dass die Kinder mal zu kleinen Arschlöchern werden oder so arrogant oder so. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil es ja jetzt auch schon nicht der Fall ist. Also meiner Meinung nach funktioniert unsere Familie nur, weil alle ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen und nicht, weil alle ihr Ding durchziehen. Und unsere Kinder kriegen ja auch mit, dass ich auch meine Grenzen habe und nicht alles erlaube, nicht alles möchte. Und ich sage, hey, das kann ich dir jetzt nicht erfüllen, den Wunsch. Genauso wie ich diesen Wunsch jetzt nicht erfüllen kann, dass du auf dem Fußboden fällst. Baby, Baby. Ja, ich sehe wieder ein bisschen wüst aus hier, meine Haare. Aber fusselfrei. Mehlfrei. Glutenfrei sozusagen. Von diesem Wochenmehl. Das funktioniert nämlich tatsächlich immer noch ganz gut. Zwischendurch nach der Geburt vom Kleinen wieder auf normales Shampoo zurückgegriffen, weil ich irgendwie immer keine Zeit gefunden habe und dann habe ich auch ganz schnell Probleme bekommen, juckende Kopfhaut und so. Dinge, die nicht schön sind. Ja, aber wenn man sich halt auch wieder ein bisschen Zeit nimmt. Oh. Die Oma war in Spanien im Urlaub und da gibt es jetzt solche feinen Sachen. Mhm. Fertig. Ach, danke, aber es möchte jetzt gar keiner. Ich hab's schon angebissen. Du hast schon angebissen? Das ist für mich jetzt
das angebissen. Was ist das, ein Pilz? Ja. Oh, Pilz nehme ich gerne. Tomate. Ich habe Olive, Pilz und Tomate. So was Rotes drin. Sobald meine Tochter im Ofen ist. Was? Muss ich das Baby wieder nehmen? Komm hier, kleine Spatzen. Deine Suppe! Habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich unglaublich gerne putze? Das erste Kind hat schon geleiert. Eingeschlafen um 6. Gut, warum jetzt? Es wird 7. Patrick macht jetzt hier gerade Bärlauchpesto aus frischem Bärlauch. Holt mal einen Kuchen raus. Patrick, weißt du, wenn du die Küchenmaschine anmachst, warm doch bitte unser Baby vor. Okay, ich mach die Küchenmaschine an. So tolles Gefäß, das Quellwasser hier. Patrick, du hast ihn jetzt wieder nicht vorgemacht. Oh. Er schreckt sich doch jedes Mal auf deinem Arm. Das Ding ist doch laut. Doch, nee, eben nicht, Patrick. Noch so ein kleines Wesen, der kann dann noch gar nicht verstehen, dass du ja auf einmal laut machst. Ach, ist das noch schön kalt. So, ich wäre so weit vom Runtergehen. Ich finde es immer wichtig, dem Baby alles zu sagen, auch wenn du meinst, das Baby versteht noch nichts, das versteht alles. Das ist so wichtig. Stell ich aber nicht ins Internet. Kann jeder wissen, dass du auch Fehler hast. Was? Es kann ruhig jeder wissen, dass du auch Fehler hast. Mhm. Dass du überhaupt nicht kritikfähig bist. Guckt euch mal, bitte, wie schreckt er hier so ein Gesicht. Das Baby ist jetzt auch eingeschlafen, 6:30 Uhr abends. Und jetzt habe ich 2 schlafende Kinder hier neben mir liegen, auf unserem Spielsofa. Ja, mein Zahnpflegekuchen ist fertig gebacken und wartet jetzt noch auf die Auskühlung. Und dann mache ich eine Schicht zuckerhaltige Schokolade, Schokolade auch, also erst eine Schicht Marmelade drauf und dann Schokolade, weil wir nämlich gerne noch Marmelade verbrauchen wollen, die unser Besuch hier mitgebracht hatte. Und ja, also es gibt so Dinge, das sage ich auch als eigentlich nicht erziehende Mama, dass ich darüber die Verantwortung übernehme, was meine Kinder zu sich nehmen. Weil ich denke, die Zuckermafia macht uns hier ganz schön einen Streich und macht uns schnell süchtig. Und Kinder schnell zu ihren neuen Kunden. Und ich will das nicht fördern. Und den Kindern stattdessen eher zeigen, was man alternativ nehmen kann. Gesund bleibt. Und unsere Große ist 5 und die sieht das eigentlich ja schon genauso. Und hat immer ganz niedliche Einfälle, wie man irgendein Rezept, das sie sieht, veganisieren kann. Oder wie man das eben statt Zucker anders backen könnte. Und auch warum sie keinen Zucker nimmt. Und das ist immer ganz niedlich, wie sie das dann erzählt. Ja, also es gibt so Sachen,
wo ich nicht die Verantwortung weggeben will. Wo ich denke, die Kinder sind einfach noch gar nicht in der Lage, das einschätzen zu können. Und wenn ich jetzt meinem Kind immer schon alles Mögliche gebe, was es auf dem Markt gibt, dann wird es mal ein treuer Konsument. Einer, der es schwer hat, irgendwann davon abzulassen, wenn er das möchte. Ja, dann lieber gleich das Gesunde zeigen und eben vorleben. Und später, wenn die Kinder groß sind, kann ich ja eh kaum was nachrichten. Dann werden sie es dann probieren, wenn sie das wollen. Ach, vielleicht finden sie meine selbstgebackenen Torten immer noch viel besser als die kleinen Stückchen, die es beim Bäcker gibt. Mal gucken. Was gibt's noch für Dinge, die ich nicht so aus der Verantwortung geben will? Also ich kann nicht alle Wünsche erfüllen, das ist mir letztens klar geworden. Einfach weil ich 3 Kinder habe und nicht nur 1. Und weil ich als Mama auch selber leben will. Und sich nicht immer alles nur um das Kind drehen will, soll oder ich will das nicht. Also ich finde es den anderen Kindern gegenüber unfair und jetzt fange ich an zu nuscheln, weil mich Patrick ja beobachtet, das macht mich immer ganz verrückt. Also ja, dann habe ich letztens gemerkt, dass ich doch schöne Grenzen habe. Also meine persönlichen Grenzen sind schon, glaube ich, sehr stark. Mich nervt es zum Beispiel immer, wenn unsere Mädels sich am Tisch um irgendwas rumstreiten und das Baby ist gerade am Schlafen. Und ich will ja auch am Tisch sitzen und was essen und nicht immer so dann essen, wenn eigentlich alles schon passiert ist. Und will unserem Kleinen dann den Schlaf geben, wenn er ihn braucht. Ihr hattet mich nämlich gefragt, ob ich immer so ruhig bin. Nein, ich bin nicht immer so ruhig. Ich pull auch mal meine Kinder an. Oder pull sie nicht unbedingt an, aber werde laut und sag, dass es so nicht geht. Oder dass ich das anders will. Oder dass es keinem gefällt, wenn er wehgetan bekommt. Ja, und meine Grenzen, die mache ich eigentlich auch relativ schnell deutlich, wenn ich jetzt wirklich keinen Atem mehr für irgendwas habe, um solche Prinzessinnenwünsche zu erfüllen. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich mit einem Kind alleine wäre. Wahrscheinlich auch ganz anders, aber ich erkläre meinen Kindern dann, dass für mich Familie nur funktioniert, wenn da alle ein bisschen mitmachen und wenn das nicht alles nur an der Mama hinkommt. Und ich bin auch ganz zufrieden damit. Mit meiner Art, mit den Kindern umzugehen. Also nicht immer alles, ja, ich erfülle dir das und ja, ich mach das. Und du darfst das, sondern eben zu erklären, warum nicht und dass ich eben kein Roboter bin, kein Sklave meines Kindes. Und so will ich mich auf keinen Fall fühlen. Ich will ja auch Spaß haben am Leben hier. Gut, jetzt habe ich viel rumerzählt und ich will jetzt aber mal ein Ende finden. Bei uns gibt es jetzt gemeinsam mit dem Kusel ein Abendbrot und dann wahrscheinlich ein Kind mit ungeputzten Zähnen ins Bett und kriegt danach ein paar Krümelchen Xylitol im Mund geschoben und das Baby wird nochmal wach werden und dann später gegen 20 Uhr wahrscheinlich einschlafen. Und so große vielleicht auch so gegen 20 Uhr. Und ja, vielleicht zeige ich euch das nach dem Abschlussbild. Danke, ja. Als Kinder muss man das immer. Der Kerstin hat gesagt, das schmeckt wie Hühnerart.
Ob das Berg sünd. Zelt eher, ne? Ja, Mehlzelt, ne? Mhm. Was war denn das jetzt? Doch. Ach, die Flagge hat gestern. Ja. Gestern ist. Hat eben. Geht auch wegen der Schnellstjagd. Wow! Oh, hallo! Oh, hallo! Ich gucke mit Warte an. Bei Oma und Opa. Hast du das wieder so gebaut, dass auch Rollstufe herein können? Ja. Keine Treppen. Keine Treppen. Für Rollstuhlfahrer. Gut geeignet. Aber für alle, die sich mal Zeit und also immer denken, sie wären spät dran mit ihren eigenen Kindern. Das ist es auch so. Es ist jetzt 20.15 Uhr und die Große ist mit der Oma nochmal runtergegangen, mit der Oma, ich glaube, Kontrabass zu spielen oder so. Und so ein mittleres Kind schläft. Der Kleine wird jetzt langsam wieder müde. Und Patrick hat gerade noch gute Gespräche mit seinem Schwiegervater. Das ist sehr schön. Die zwei Männer sitzen drüben im Arbeitszimmer und erzählen, was jetzt das beste Gewächshaus für den Garten hier wäre. Einfach alles so schön harmonisch. Und mein Auge beginnt langsam zu zucken, was müde wird. Aber ich halte noch ein bisschen durch. Ich gehe eigentlich immer auch relativ spät ins Bett und würde am liebsten auch ganz lange ausschlafen. Ich bin so ein Langschläfer und spät ins Bett gehe und Nachtarbeiter. Aber was tut man nicht alles für die lieben Kleinen? Stellt man sich denn doch komplett um? Sie mal anfangen, mit ihrer Hand irgendwas zu suchen, muss sie sich festhalten beim Stellen. Unsere Große hat damals um meinen Haaren gezogen. Und ich habe das auch alles zugelassen, weil ich dachte, oh, Hauptsache, das Kind kann gut einschlafen, ist ruhig. Bei der zweiten habe ich das dann nicht mehr mitgemacht. Achso, unsere Große hatte lange Haare und als sie lang genug waren, so mit einem halben Jahr, hat sie dann selber immer an ihren Haaren rumgeknotet und das macht sie heute noch beim Einschlafen. Unsere Mittlere. Hatte, glaube ich, immer an ihren Klamotten dann oder an meinen Klamotten rumgezogen. Und zum Kleinen gebe ich eigentlich ein Tuch zum Einschlafen, wo er daran rumknödeln kann. Jetzt sieht ihr hier meine ausgeladene Brust. Also unsere Mädchen, die dürfen auch mal schmutzig ins Bett gehen. Hauptsache die Zähne sind geputzt, das ist mir immer sehr wichtig. Und wenn das Hinterteil nicht gerade frisch abgespült ist und sie tragen ihren Schlafanzug, finde ich das auch ganz okay. Gewaschene Hände finde ich ja noch ganz toll. Ich bin ziemlich schnell angeekelt, was Keime anbelangt. Aber unser Kleiner macht das Waschen eigentlich ganz gut mit. Und deshalb wird der abends noch mal ein bisschen durchs Wasser gezogen. Jetzt blöder gesagt, was es ist. Es geht alles sehr friedlich zu, ohne Tränen. Und ich denke, in beidseitigem Einvernehmen, so wie man das einschätzen kann. In der Regel werden die Kinder gewaschen und gehen mit geputzten Zähnen ins Bett. Und ich schlafe dann ein, wenn ich die Kinder stelle oder den Kleinen stelle. Großen ja eigentlich meistens von einem Krankheitsfall. Und
Dann schlafe ich mit ein und denke, Mist. Ich selber habe natürlich nicht meine Zähne geputzt. Das ist immer ärgerlich, wenn ich dann nachts aufwache. Mein Feierabend verschlafe. Ich verschlafe mit Feierabend. Stimmt's? For thousands of years, the only way to hear music was in the flesh. From rocks and sticks and gourds to lyres and harpsichords, you couldn't own music, so there was no theft. Music was a moment, and that was the only time you'd ever hear that song played quite like that. Oh, for thousands of years, the music go in your ears, and the memory of the sound was all that was left. But clever humans, you just couldn't take it. You had to go and make it more complicated with your acetate.